So, auf frischen Montag sind wir hier. Schwache Baseballschläge. Warte mal, ich guck mal, was ich hier wegschmeißen kann. Nee. Fallen lassen bitte einmal. Das kann man auch fallen lassen bitte einmal. Jo, dann nehmen wir jetzt nämlich Baseballschläger auf. Nehmen wir noch ein bisschen Kohle an uns, meine ich. Ach hier, der Idiot ist ja wieder drin. Oder immer noch drin. Dieser große. Der macht ganz schön viel Krach da drin. Ich will auch gar nicht rein eigentlich wieder. Ach nee, ich hätte vielleicht mal gucken können. Warte mal. Ja los, runter mit dir. Ups hier. Fuck, Alter. Ich sterbe gerade. Energy Drink, 5 Euro, 5 Dollar. Leere Kanister. Anything worth anything in here? Noch ein schönes Brecheisen und eine Schaufel. Nehmen wir auch mit. Was ist das hier? Öffnen. Kasse, ist da was drin? Nein, natürlich nicht. Warum komme ich da nicht rein? So blöd, warum lässt er mich nicht rein, Alter? So, schnell mal die Leiter hoch, geklettert. So, dann einmal hier rein. Achso, nee. Doch, rein hier. Ich hab Angst. Nein, ich hab den Arm gebrochen. Oder? Ich kann das nicht. Haha, jetzt kann ich nicht mehr. Guck mal, was macht er jetzt? Komm! Das Bein sieht böse aus! Ah. Mit dem Kopf zu da drin. Aber der Kopf ist auch gleich nicht mehr. Die Arme rumstellen. Oh ja, komm her. Okay. Der hat's verdient, würde ich sagen, oder? Ja, Schäden, Alter. Öffnen, Nagelhammer. Es gibt hier Energy Drink. Sorry, dass ich huste. Ich kann mich sogar bücken. Cool. Also, hocken, hinhocken. Schaukel, Schaukel. Blockade bitte einmal entfernen. Ach, die haben von innen verbarrikadiert, glaube ich nicht. Kannst du nicht erzählen, dass irgend so ein Zombie hier reinkommt und... Naja, gut. Leerer Kanister. Was gibt's hier hinten? Öffnen. What's this here? Zahnräder und Seife gefunden, damit wir uns mal waschen können. Schalte Stromzufuhr an. So, jetzt müssen wir irgendwie... Ich weiß es gar nicht. Also nehme ich jetzt einfach hier irgendeinen Kanister. Ja, der Kanister ist so schwer, dass ich hier mit dem nicht rennen kann, oder was? Genau, ich muss selbst verarschen. Voll die Klöten kloppen, komm. Ach, der ist tot. Sag das doch. Ach, jetzt stehen die also alle auf, die, ja, die gerade... Scheiße, Alter. Der hier. Ja, das mal weg. Ja. Halte F. Wollen wir nicht halten? Denn wir wollen jetzt endlich mal diesen... Wie geht denn das? Ach, hier. F hinstellen.
Da kommt gleich ein Zombie, glaube ich, oder? Kann das sein? Ey, komm. Das haben wir gut hingekriegt, finde ich. Allerdings klingt ja irgendwas ganz komisch. So, jetzt nehmen wir es einfach auf unser Auto und fahren los damit. Ne, unser Auto ist... Hä, wo ist unser Auto hin? Unser Auto ist weg. Was steht jetzt hier drin oder was? Das ist für ein Homo. Und damit war es das. Also einer reicht. Achso, na gut. Dann würde ich mal sagen, fahren wir wieder zurück. Wenn es denn mal geht, gut. Ich dachte schon, es geht mal los. Ach verdammt. Einmal überfahren. Gut. Sag ich gleich mal. Ich war dagegen gerannt. Ich bin ein dummer Lach, ich weiß. Das war echt lustig. Aber gut, die sind Zombies, ne? Ob die jetzt wirklich wissen, was sie da jetzt machen? Ehrlich gesagt. Ich habe den auch noch, das auch noch umgefahren. Allerdings finde ich da sogar irgendwie, das ist so irgendwie so auf Ernst getrimmt. Habe ich jetzt bis jetzt so das Gefühl, wenn ich Dead Rising 2 gesehen habe, wo dann wirklich jeden wirklich Scheiß machen konnte, finde ich das irgendwie nicht ganz so. Oh, ich habe noch ein Auto gefunden. Genau, jetzt müssen wir den hier runternehmen. Oder? Ja, und den mal hinstellen. Ja, das ist nun kein Akt. Also einmal hinstellen bitte. Beeil dich, die Wichser kommen gleich. Hey, thank you. This should do. Danke, sei dran. Ich hab die Leichen. Achso. Na dann einmal Leichen stapeln. Leichen verbrennen bitte. Das stinkt bestimmt richtig schön eklig. Ich hätte die vor allem eigentlich angefasst, wenn die so infiziert sind oder so. Na, dann gehen wir mal in unsere und haben einen. Stufe 6 bin ich schon. Wow. So, was machen wir jetzt? Kicken. Erhöht den Schaden der aller Mitglieder. Nehmen das einfach mal. Ich weiß nicht, was das ist, aber... Einfach mal nehmen. So, jetzt gehen wir rein und... Gibt's hier irgendwas? Nö. Doch, hier oben gibt's... Gibt's hier einen? Nö. Doch hier irgendwo. Irgendwo hier hinten. Ah, Mike! Hallo, Mike! Some fucking vacation, huh? I can torch them. They burn real easy. Get yourselves a couple of Molotov... Alright. Alles klar. Gut. Doch gucken. Jetzt werden einmal ein bisschen brauchen. Whisky, was auch immer. Vodka, whatever. Was auch immer. Es sollten ja hier rumliegen. Was soll ich machen? You know, there's a better way to kill those things. So you want to burn those bastards or what? Ach so. I still don't have everything I need. Nee, guck mal. Wo gibt's noch mal, was wir hier nicht mehr brauchen? Gut, das Rohr können wir fallen lassen. Dafür haben wir dann Platz für einen Molotov Cocktail. Und was will er jetzt? Ach, ich weiß nicht. No, there's a better way to kill those things. Lippe noch? Da lag eine Flasche. Aber die wollte nicht, so wie ich wollte. Energy Drink. Guck mal, hier gibt es ja genug Flaschen, aber ich kann die nicht aufsammeln. Energy Drinks. Hey, hallo Dominic. I'm Dominic. This piece of shit antenna is too weak to reach past the island. I worked on an antenna at the lighthouse nearby. I'm sure they got an amplifier. I guess I can give you a hand. All right, excellent. You bring it back. Geh zum Leuchten und hole dort einen Schläger oder so. Das ist bestimmt... Ah, na klar. Ja.
Welchen nehmen wir denn? Wir nehmen den kaputten hier. Gut, ich kann auch wechseln. Das wäre sonst ein bisschen... Naja. So, wenn das Auto sich jetzt noch steuern lassen, also besser steuern lassen würde, dann wäre ich eigentlich zufrieden fast damit. Nein, bin ich natürlich nicht. So, jetzt mal wieder, vielleicht gibt es wieder bessere Zombie-Geschnetze. Woo! Hat er Handbremse? Nö. Alles klar. Man fährt also ohne Handbremse hier rum. Da denken sie wahrscheinlich, das ist so idyllisch hier. So, wo geht's lang? Einmal hier lang, bitte. Ja, genau. Ich kann das Zeug da nicht umfahren, oder was? Der lebt noch, oder? Nee. Die Frage, ob der noch lebt oder nicht. 14, warum kriege ich jetzt noch 14? Vorhin habe ich doch mehr gekriegt, oder? Oh, fuck. Auch aufmachen für mich. Dann gehe ich raus und freue mich, dass ich euch da neue Freunde gefunden habe. Yay, hallo. Can't be. I can't believe you're alive. When we left Sinemoy, you looked like Jesus. Anyway, you better go see to James. I'm sure he'll be surprised as hell to see you still alive and kicking. Follow me, I'll take you to James. I'm sure he'll be glad to see you still alive. Where the hell did I put that? Wo zur Hölle? Treibst du dich nur rum? Fragt er sich bestimmt. James wahrscheinlich schon mit dir reden wollen. Deine Mutter kann mit dir reden, Alter. Ist das ein Zombie? Nee. Muss hier rein. Talk to James first. He's the one in charge. James is at the top of the lighthouse. There's nothing I can go do. Go see him. Wo ist er? Öffnen. Let's take a look, shall we? Bisschen Kohle mitnehmen. Was ist das hier, Alter? Madina? Also ich sehe hier keinen James. Ned Flanders. Javier. Where the hell did I put that? Ist das für ein Typ hier? Ich sollte erst mit James reden. Hallo James, wo bist du denn? Ich suche dich und suche dich. Ach, da vielleicht drin? Klar. Holy shit, you're alive? Wer ist denn das? I'm James. Ich bin James, kenn dich nicht, aber ich kann mich ganz gut an dich erinnern. Ich und Sina hatten leicht unterschiedliche Meinungen. Er wollte bleiben, aber Hilfe warten. Ich wollte wieder Teufel da raus, also bin ich wieder Teufel da raus. So I got the hell out. Now. We're working on setting up the lighthouse to signal for assistance. We sure could use your help. Helfen Leuten, Schwierigkeitsgrad schwierig. Klar. I'll do what I can. Now, if you want to get off this island, the rest of us, we'll talk to my people. So, sprich mit meinen Leuten. Sieh, was du. See what you can do to help. Okay. We need. Unlike Sinemoy and his crew, we're not content to sit in our butts and hope that helps us. Further up the coast, there's a couple ships. So, und da das doch jetzt geklappt vorbei ist, würde ich sagen, bis gleich, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.